Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Spätestens seit dem Kita-Streik und der daraus resultierende Berichterstattung über die schlechten Arbeitsbedingungen und die schlechte Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern dürfte jedem Menschen klar sein, dass sich die von Politikern immer wieder beschworene Achtung vor den Menschen, vor der Arbeit dieser Menschen nicht in deren Umgang mit diesen Menschen widerspiegelt. Immer wieder wird die für die Gesellschaft wichtige Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher von Politikern gelobt. Doch wenn dann Taten folgen müssten, sei es als öffentlicher Arbeitgeber bei den Tarifverhandlungen, sei es hier im Hohen Hause bei der Erhöhung der Kindspauschale, immer wieder werden die Erzieherinnen und Erzieher und damit auch die Kinder mit Verweis auf die Haushaltslage im Regen stehen gelassen. Und genauso werden die Erzieherinnen und Erzieher auch bei dem Problem Beschleunigung des Kita-Alltags im Regen stehen gelassen. Auf der einen Seite werden die Aufgaben in der frühkindlichen Bildung stetig erweitert. Auf der anderen Seite werden die Mittel, die für diese Aufgaben zur Verfügung gestellt werden, wegen der zu geringen jährlichen Erhöhung der Kindspauschale faktisch stetig gekürzt. Das kann nicht funktionieren. Den Zusammenhang von mehr Aufgaben, mangelnden Ressourcen und die daraus resultierende Beschleunigung des Kita-Alltags wird von der Fraktion der CDU im ersten Teil des Antrags der Ausgangslage klar aufgezeigt. Wobei die mangelnden Ressourcen nur indirekt angesprochen werden bzw. wohl als Fakt vorausgesetzt werden. So sehr ich die Intention Ihres Antrags, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU-Fraktion, die frühkindliche Bildung dadurch zu verbessern, indem die Arbeitsbedingungen in den Kitas verbessert werden, begrüße, so skeptisch bin ich, ob die von Ihnen im Beschlussteil geforderte Untersuchung zum derzeitigen Zeitpunkt sinnvoll ist. Denn Sie fordern nicht mehr Ressourcen für die Kitas, sondern eine Untersuchung der Praxis in der Kindertagesbetreuung. Doch mal Hand auf Herz, was soll bei einer solchen Untersuchung unter dem Aspekt der Beschleunigung bzw. Entschleunigung des Kita-Alltags wirklich herauskommen? Alle Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigten, sollte klar sein, dass alle Aufgaben der frühkindlichen Bildung und Förderung ohne weitere Ressourcen nicht für alle Kinder wirklich zufriedenstellend geleistet werden können. Und das bedeutet, dass etwas untersucht werden würde, das aufgrund fehlender Mittel bestenfalls ausreichend Schulnote 4 sein kann. Und hier müsste man unserer Meinung nach ansetzen. Zuerst müssten den Kitas die Mittel bereitgestellt werden, die es ihnen ermöglicht, nicht nur ausreichend, sondern gut bis sehr gut zu arbeiten. Erst dann macht eine solche, wie von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU-Fraktion, geforderte Untersuchung des Kita-Alltags mit dem Ziel, Strukturverbesserungen einzuführen, wirklich Sinn. Denn egal, wie die Ergebnisse einer solchen Untersuchung aussehen mögen, Konsequenzen würden keine gezogen werden, da sich Rot-Grün weigert, die dazu nötigen Ressourcen flächendeckend zur Verfügung zu stellen. Aber auch wenn ich den Beschlussteil für eine Oppositionsfraktion etwas dürftig finde, freue ich mich natürlich auf die Beratungen im Ausschuss, obwohl ich davon überzeugt bin, dass es wegen Rot-Grün auch diesmal zu keiner wirklichen flächendeckenden Verbesserung in den Kitas kommen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wegener. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin.